Ich und ihre schöne Gesangsstimme? Ja gut, wenn ich hier was Tiefes höre, yeah, mit Bass singen muss, okay, aber hohe, hohe Sachen, tut mir leid. Und herzlich willkommen zurück, meine lieben Zuschauerinnen und Zuschauer, bei der nächsten Ausgabe von Hollow Knight. Hier dran an Situve. Hallo? Hey, psst! Wakey, wakey, Eggs and Bakey! Ha! Was? Frühstück? Wer? Wo? Was? Nein! Gut, mit unserem, ich weiß gar nicht, hat er überhaupt einen Namen, unser kleiner Charakter? Nenne ich ihn einfach vielleicht Hollow? Ach super, du bist ja auch schon wieder da. Hotchop! Na warte, mit dir habe ich, hab gelernt, wie ich dich bekämpfen kann, ha! Von oben und unten und jawoll! Oh. Ich weiß manchmal gar nicht, was ich hier genau kaputt schlagen kann und was nicht. Alter, so ein großer Weg. Also, ich habe ja im letzten Teil, habe ich ja dieses Abenteuer gestartet und bin hier in den Brunnen abgestiegen. Warte, die kommen ja immer wieder. Na warte, und top. Und top. Aha, seht ihr das, seht ihr das? Und schon habe ich ein paar Tricks gelernt. Kombinationen hier, Luftschlag und Jonglierschlag, hihihi. Hep. Oh, zack. Los, gib mir die Money. Gib mir das Money. Money, Money, danke. Ich habe im letzten Teil ja wen habe ich denn alles getroffen von den paar Leuten? Den Käferältesten in Mistmund. Ich habe den Cornifer getroffen, den Kartografen. Und er hat gesagt, die Iselda, seine Frau, kann mir in ihrem Geschäft einen Kompass anbieten. Und ich glaube, das mache ich sogar, damit ich nämlich weiß, wo ich hier entlang laufe. Zack, zack. Und ich denke, ich habe genug Money für einen Kompass. Und vielleicht für noch ein paar andere Sachen. Weil ich meine, wenn wir uns die Karte anschauen, ja, großes Gebiet. Nur, ach, da guckt die Suche. Der hat das wirklich so einen kleinen Zettel. Ach, ist das putzig. Aber ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Das zeigt mir die Karte erst an, wenn ich den Kompass habe. Zack. Zack. Money, money, money! Also es macht Klimper, Klimper. Wobei ich aber wirklich nicht sicher bin, sind es vielleicht sowas wie Eier? Oder was weiß ich? Ah, okay, ich höre den Cornifer singen. Zack. Nun die Frage, komme ich jetzt auf dem gleichen Weg wieder hoch, wie ich runtergekommen bin? Hui! Irgendwas sagt mich nach oben. Naja, super, dann muss ich ja den ganzen Weg hier laufen. Zack. Zack. Weg da. Weg. Na, hoffentlich bricht das nicht zusammen. Oh, tschopp. Zack. Zack. Aha. Also im Moment ist natürlich noch einfach. Die kleinen Feinde und so weiter. Zack. Zack. Naja, was ich wohl mir merken muss, ist, wenn ich zuschlage, werde ich ein bisschen zurückgestoßen, wenn ich jemanden attackiere. Das heißt, zack, das muss ich einplanen. Nicht, dass ich irgendwie mich selber hier von der Plattform schleuder. Oh, tschupp. Davon rede ich. Oh, tschupp. Echt, was wir für Sprünge können. Gut, wir sind halt ein Federgewicht. Zack. Oh, tschupp. Oh, tschupp. Oh, tschupp. Immer weiter oben. Immer weiter nach oben. Zack. Autsch! Ja, super, jetzt hat er mich hier ins Nebenzimmer katapultiert. Hä? Wer weint denn da? Oh nein, die Operraupe. Was ist los, mein Freund? Was ist los? Was ist passiert? Moment. Ah, ich sehe es schon. Du vermisst deine Leute. Sind deine Leute entführt worden? Sag doch, sag mir, was los ist. Ach je. Also ich wette darauf, hier sind... Wobei... Ah, doch, Moment, ich erinnere mich an was. An das Gameplay. Man konnte so kleine Raupenbabys finden. Die gehören sicher zu dem Opa, die vermisst er. Das ist der Großpapa und all seine Enkelinnen und Enkel sind entführt worden. Wahrscheinlich, weil sie hier... Keine Ahnung, warum... Vielleicht, weil sie Spezialitäten sind, sie werden vernascht. Nein, die Kinder dürfen nicht vernascht werden, die werden gerettet. Retter Jove ist unterwegs. Hinfort, hinfort.
Ach ja, und diesen Wesen willst du nicht helfen? Die kommen genau auf mich zu. Die wollen mir ans Leder. Oder, na gut, Leder. Hotschop, hotschop, hotschop. Beziehungsweise wollen die mir hier ans Exoskelett. Wenn ich eine Art Käfer bin. Hinaufsteigen. Achso. An der Kette hoch. Hotschop. So, mal sehen, ob die Zelda jetzt offen hat. Der Tür ist offen. Bist Monty, schön in der Stadt. Du kannst reingehen. Iselda, bist du da? Na, die sieht man doch hier ähnlich. Also ihm ähnlich. Barpanada. Bist du gekommen, um meine Karte zu kaufen? Eigentlich müsstest du mit meinem Ehemann Geschäfte machen. Doch Überraschung, er ist wieder dort unten unterwegs. Gelegentlich taucht er wieder auf, um neue Karten für den Laden vorbeizubringen. Doch ich wünschte, er würde ein bisschen mehr Zeit hier oben verbringen. Ich interessiere mich selbst nicht wirklich für den Handel. Aha, dann musst du vielleicht mal mit ihm kommunizieren. Das vergisst du manchmal, hat er selber gesagt. Nun denn, lass uns doch sehen, was ich zum Verkauf anbieten kann. Was haben wir denn Schönes? Den Wegeskomp 220. Unbedingt zu empfehlen. Wenn du Schwierigkeiten hast, den Weg durch das Labyrinth von Ruinen unter uns zu finden, versuche es mit diesem Talisman. Ach, das sagt die. Er bestimmt deinen Standort auf der Karte genau. Extrem nützlich, um sich in unbekannten Terrain zu orientieren. Okay, was haben wir da? Die Feder. Die hier wirst du brauchen, wenn du deine Karte mit neuen Gegenden versehen möchtest, die du erkundest. Sie ist unerlässlich für jeden, der die Kartografie ernst nimmt. Das heißt, wenn ich mehr sehe, als meine Karte zeigen kann, notiere ich es mir selber. Aha. Banknadel. Diese Nadeln markieren Bänke und andere Rastpunkte auf deiner Karte. Nützlich, wenn du erschöpft bist und einen Ort suchst, wo du dich hinsetzen kannst. Ah. Also ich vermute, es heißt, wenn ich eine Bank besucht habe, dann wird es notiert und dann weiß ich genau, aha, da ist was. Gut. Kokonnadel. Hast du diese wunderschönen blauen Kokons gesehen? Ja. Ich habe diese Nadeln gefertigt, damit du den Überblick über sie behalten kannst. Die Kokons sind hübsch, aber empfindlich. Sei also bitte vorsichtig mit ihnen, die mir extra Schutz geben. Verkäufernadel. Benutze diese Nadeln, um Warenhändler oder andere interessanten Käfer, denen du auf deinem Reisen begegnest, zu markieren. Du solltest immer mal wieder bei ihnen vorbeischauen und sehen, wie es ihnen geht. Ich bin sicher, das würde ihnen gefallen. Ach, also Nadeln im Sinne von Nadeln, die ich auf meine Karte stecke. Damit kann ich allerlei Sachen markieren. Gut. Heiße Quellennadel. Das habe ich ja auch gesehen. Ich habe diese Nadeln gestaltet, um die heißen Quellen des Königreichs zu markieren. Ich selbst habe noch nie eine besucht. Ich frage mich, ob Cornifer mich irgendwann einmal dorthin mitnehmen kann. Ich bin sicher, dass du bis dahin mehr Verwendung für diese Nadeln hast. Skarabäus-Markierung. Diese Markierungen sind eine neue Ergänzung zu unserem Sortiment. Du kannst sie verwenden, um interessante Stellen auf deiner Karte zu kennzeichnen. Die Farbe ist irgendwie besinnlich, nicht wahr? Panzermarkierung. Du könntest diese Farbe benutzen, um dich an geschlagene Schlachten zu erinnern. Aha. Das heißt, ich brauche noch gut 70 von diesen Marken, damit ich mir meinen Kompass holen kann. Oh, Job, dann ab geht's wieder in die Tiefe. Ja! Dann gehe ich mal hier entlang. Hotschop, hotschop. Jawohl, zack. Also wirklich, jedes Teil ist halt... Sieht aus, als wären es mehrere Stücke, sind aber eher wie diese Schoko Krispies. Das ist dieses Müsli, was mehrere kleine Teile aus in einem Bund hat. Zack und zack. Ja, ein bisschen hier umgestalten. Kann auch nicht schaden hier. Ein bisschen hier Wechsel. Hotschop, hotschop. Ja, dann erkunde ich mich mal ein bisschen weiter, bis ich genug Markenwährung habe. Keine Ahnung, wie das heißt. Was ist das denn? Eintreten? Oh, lala. Hallo? Tempel des schwarzen Eis. Wir können... Och, ein weiterer Abenteurer. Ah, das ist doch das, was wir am Anfang gesehen haben. Das aufgeleuchtet ist. Ui, ist das die Bedrohung? Ah, hallo! Wie schön, aneinander reisen auf diesen vergessenen Straßen zu treffen. Du bist klein, aber du siehst stark aus. Ich bin Quirrell. Ich bin etwas besessen von unerforschten Arten. Dieses alte Königreich birgt viele faszinierende Geheimnisse. Und eines der interessantesten befindet sich direkt vor uns. Ein großes steinernes Ei, das im Leichnam eines uralten Königreichs liegt. Und dieses Ei, ist es warm?
Er strahlt zweifellos etwas Einzigartiges aus. Kann man das öffnen? Es ist übersät mit seltsamen Zeichen. Ich liebe Geheimnisse so sehr. Und wer weiß, welche Wunder noch tiefer unter uns liegen. Quirrell. Ich habe mich schon so lange hierher gezogen gefühlt. So viele Geschichten voller Wunder und Schrecken. Ich konnte nicht länger widerstehen. Ich musste es einfach mit eigenen Augen sehen. Ach, bist auch ein kleiner Reimer, schön. Und was für eine Zeit ich mir für meine Ankunft ausgesucht habe. Diese tote Welt ist zum Leben erwacht. Die Kreaturen sind aufgebracht und die Erde grollt. Die Luft ist dick. Ich frage mich, was das alles ausgelöst haben könnte. Wahrscheinlich dieses Ei. Als dieses Ei aufgewacht ist, sind auch die toten Käfer aufgewacht. Noch was? Um in dieser Ruine zu bestehen, wie diese alte Nagel allein nicht ausreichen. Aber das ist kein Problem. Man muss sich nur umsehen. Viele sind vor uns hierher gekommen und die meisten haben ein grausiges Ende gefunden, auch wenn sie besser ausgerüstet waren als du und ich. Ich bin sicher, dass sie nichts dagegen hätten, wenn ein anderer Entdecker sie von ihren Werkzeugen befreit. Eigentlich ist es sogar eine gute Tat. Die Toten sollten nicht mit solchen Dingen belastet werden. Oh, er sagt noch mehr. Bist du oben an der Stadt vorbeigekommen? Was für ein bedrückender kleiner Ort. Und eine solche Pracht ist direkt darunter verborgen. Sie kommen wohl deswegen alle hier nach unten. Wer könnte solche Möglichkeiten widerstehen? Wahrhaftig ein Wunder. Gut, jetzt sagst du nichts, war ja nichts Neues. Zunächst mal nicht. Also er hat mir schon ein paar Infos gegeben. Hä? Dass er hier hat, es gibt noch weitere Abenteurer, die hier auf der Durchreise sind. Und wenn man einen gefallenen Kämpfer findet, kann man sich vielleicht seine Waffe aneignen. Zumindest vielleicht Upgrades für meine Waffe, was weiß ich. Na, dann gucken wir mal weiter. Na, du Betrübter. Servus. Zack, zack, zack. Erlöst bist du. Erlöst. Schlafe nun deinen ewigen Schlaf. Zack, zack, zack. Autsch. Oje, da haben wir einen Hornkäfer. Zack. En garde! Hahaha! Das fitzt so schön in den. Haben Käfer Nasen? Ich glaube nicht. Moment. Oh! Das sollte mir sicher zeigen, ich kann die auch als Waffe nutzen. Wenn die noch an der Decke hängen, kann ich die sicher. Kann ich sicher die... Wenn da jetzt einer gestanden wäre, hätte ich hier... Bam! Ihm ein drittes Nasenloch verpasst. Wobei, ich rede gerade darüber. Haben Käfer Nasenlöcher? Ich glaube nicht. Die haben benutzen ihre Fühler zum Riechen, oder? Ich kann mich dran erinnern an den Film Das große Krabbeln, wo der Grashüpfer Hopper seine Fühler auf die Prinzessin so tastet und sagt, du riechst nicht wie die Königin. Ja, sowas ist hängen geblieben. Hat man ein bisschen was über Anatomie gelernt. Hui. Zack. Moment. Achso. Was ist das? Eine alte Mine. Da verziehe ich doch keine Mine und gehe in die alte Mine. In die gute Mine. Glitzer, Glitzer. Hutschup. Was sagt die Karte? Ich weiß ja gar nicht, wo ich bin. Na, hoffentlich finde ich nachher den Weg zurück. Moment, kann ich ja weiterlaufen? Nein. Oh, ich höre jemanden. Da singt doch einer. Hallo? Ach, ein kleiner Buddelkäfer. Hallo, wer bist denn du? Ach, du singst ja wirklich. Moment. Nee, was für eine Stimme. Damit ich mich nicht überschlag. Oh, begrab meine Mutter. Nee. So kann ich den Ton nicht halten. Nee. Hat schon eine hohe Stimme. Ich versuche mein Bestes. Ich bin kein Sänger. Begrab. Vielleicht nicht singen, sondern einfach dichten. Ich kann keine hohen Stimmen sprechen. Ganz ehrlich, tut mir leid. Begrab meine Mutter, die Tränen vergossen.
Begrab meinen Vater, die Augen geschlossen. Leg all meine Schwestern zusammen zur Ruh. Und bist du dann fertig, so leg ich mich dazu. Na, das war doch jetzt was gewesen. Haha, kennst du das? Eines meiner Lieblingslieder. Wir können etwas anderes singen, wenn du möchtest. Du fängst an und steige mit ein. Das ist sicher eine wunderschöne Gesangsstimme. Jetzt habe ich die Bestätigung, dass du mich nicht gehört hast. Ich und die schöne Gesangsstimme? Ja gut, wenn ich hier was Tiefes höre, yeah, mit Bass singen muss, okay, aber hohe Sachen, tut mir leid. Also, was machst du hier unten? Weißt du, hergekommen bist, um mich reich zu werden? Seh dich um. Die Minen sind noch immer voller Reichtümer. Es gibt reichlich für alle. Greif dir eine Spitzhacke und mach mit. Aha. Oh, begrabe den Ritter, wenn sein Nagel bricht. Begrabe den Priester, etwas mit einer Krone. Ich kann mich nicht an den Rest davon erinnern. Vielleicht summe ich es einfach. Oh, das ist ihr mit du. Okay. Mein lieber Buddelkäfer, mach du mal schön deine Arbeit weiter. Ich guck mal, ob ich hier noch was finde. Kann ich das zerschlagen? Ah, Money. Da ist ja gar kein Money. Da ist ja gar nichts drin. Zack. Auch nichts drin. Moment, das ist... Ui. Mein Aufzug. Verpasst. Ja, Vorsicht, ich werde sicher zerquetscht, wenn ich da stehe. Auf und davon. Hallo? Auf und davon. Ah, danke schön. Hui. Was bist du denn? Bam, 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 bam. Ah, eine Seelenstatue. Verstehe. Oh, tup. Jups. Hoch geht's. Hoch hinaus. Ah, zack. Entschuldigung, das wollte ich nicht kaputt machen, es stand mir nur im Weg. Zack, zack. Hochschub. Ich weiß keine Ahnung, wohin ich laufe, aber so viele Leute zu treffen, so viele Orte zu sehen. Haha. Moment, ich fall schon wieder drauf rein. Was ist das da unten? Hallo? Na super, ich muss da unten hin, oder? Und brichst du oder brichst du nicht? Anscheinend nicht. Na gut, dann halt später. Vielleicht ein anderes Mal, wenn ich eine neue Fähigkeit habe. Vielleicht gibt es ja eine Fähigkeit, mit der ich sowas wie einen BAM! So einen Schlag nach unten machen kann, wenn ihr versteht, was ich meine. Dass ich mich von oben runterfallen kann. Und dann komme ich zu diesem Boss. Gut, mein Lieber. Hattest du einen Namen? Moment. Hattest du einen Namen? Ich möchte mal euren Namen merken. Nee, du hattest keinen Namen. Beziehungsweise hast du mir keinen Namen verraten. Vielleicht hast du ihn selber auch schon vergessen. Entschuldigung. Vom ganzen Regen kriege ich schon wieder hier Schluck auf. Wenn ich zu viel rede, dann kriege ich Schluck auf. Zack, zack. Hochschub. Hochschub. Dann gehe ich mal nach oben weiter. Mir fehlen ja immer noch hier 50 von diesen Marken. Ich nenne sie einfach mal Marken. Hochschub. Hier ging's zu der heißen Quelle, oder? Nein? Wo? Oh je. Du bist ein großer Typ. Du Freund oder Feind? Okay, du bist Feind. Wups. Wups. Hä? Okay, du bist definitiv ein Feind. Hä? Hä? Ups. Haha, ouch. Na warte. Du kannst. Ich bin gestorben. Ach du, bitte was? Das war doch nur ein schlechter Traum, oder? Nein. Oh ja, super, meine Seele ist zerbrochen. Ach je. Gut, jetzt haben wir zumindest mal gesehen, was passiert, wenn man stirbt. Mein Schädel bleibt zurück. Okay, ich glaube, ich sollte eine andere Abzweigung nehmen. Ansonsten komme ich da nicht lebend vorbei.
Weil wenn ich jetzt nochmal sterben sollte, werde ich wahrscheinlich alle meine Sachen verlieren. Hotschop, hotschop. Autsch. Kann ich mich jetzt noch heilen, ist die Frage. Ich kann mich heilen, aber ich vermute, ich kann mich nicht so viel heilen, wie es eigentlich der Fall war. Weil ja mein Sehnenkern zerbrochen ist. Ist hier noch was? Nein, das habe ich schon aufgesammelt. Gut. Ich wette, das ist nicht mal ein Boss, sondern sowas wie ein Miniboss. Guten Tag, ich habe deine Frau getroffen. Kannst du mir was Neues erzählen? Okay, du sagst mir nichts Neues. Gut. Naja, gut zu wissen, gut zu wissen. Oh, Job! Je. Also ich konnte ihn eigentlich ganz gut hier bewältigen. Ich war nur wieder zu gierig gewesen. Das ist bei solchen Sachen, bei solchen Spielen immer die Sache, man darf nicht zu gierig sein. Ansonsten macht man schnell mal einen Fehler. Hochup, hochup, hochup. Ich glaube, hier war ich entlang gelaufen, oder? Zack, zack, zack und zack. Ich habe wirklich meine ganzen Marken hier verloren. Sauerei ist das. Sauerei. Na warte. Du großer hier, du... Wie nenne ich dich? Ich möchte dir ja gerne Namen geben, den Gegnern. Ist ein bisschen was Persönlicheres, wenn ich denen dann auf den Schädel anhaue. Zack, 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 zack. Der Buddy Bug. Das ist ein großer Buggy. Großer, hat einen großen Körper. Buddy Bug, zack. Ah, jetzt kommst du. Zack, zack, zack. Und jetzt kommt der Hornkäfer. Wolltest du ein Einhorn sein? Zack, zack. Nein! Ah, ich verbiebsch noch mal. Hab ich noch genug? Puh, zum Glück. Zack. Echt, das ist wahrscheinlich so geil. Man kann Erfolge freischalten in diesem Spiel. Das ist sicher so ein Erfolg, dass man einen Gegner mit so einem Stalaktit, genau, Stalaktit dann er... die muss ich besiegen, damit ich meine Seele zurückhalte. Schön. So, Buddybug, bist du wieder da? Zack. Aha, erster Schlag. Höp. Okay, was machst du? Schlage zu. Höp. Okay, zack. Höp. Hups, ausweichen. Wow. Alles klar, ich kann mich wieder heilen. Jawohl, wir sind im Rhythmus, Baby. Wups. Oh, Buddybug. Money, money, money. Alles meins. Gedenken wir den Tod. Ne, er war mein erster Todesgrund. Aber nun war ich sein Todesgrund. Ah. Kann ich deine Waffe mitnehmen? Oh nein! Babyraupe! Ich befreie dich. Mami! Yay! Ach, gehst du jetzt hier zum Opa zurück? Der freut sich sicher, wieder einen seiner Enkel zu haben. Gut, das war also ein Miniboss, weil hier. Da haben wir unsere erste Babyraupe gesehen, verstehe. Und ich habe genug für den Kompass. Jawohl, mein lieber Buddybug. Vielleicht treffen wir uns wieder mal. Hups. Vielleicht eine andere Version von dir. Jups. Und hups. Durch dich kann ich nun meinen Weg fortsetzen, ohne hier den Orientierungssinn zu verlieren. Ich meine, den Orientierungssinn habe ich von Beginn an überhaupt nicht gehabt. Aber da ich mich nicht so leicht verlaufe. Hotchop, hotchop. Sprinten oder so kann ich nicht, oder? Hotchop, hotchop. Also mir gefällt das Spiel. Die Charaktere sind so liebenswert. Besonders diese kleine Babyraupe. Habt ihr sie gesehen? Ui. Na komm. Hoch mit mir. Hotchop, hotchop, hotchop. Iselda, ich hab Money. Barpanada. Okay, Wegeskompass. Sockelpreis. Was heißt Sockelpreis? Das ist ein fester Preis, oder wie? Natürlich, kauf das Teil. Gegenstand gekauft. Talisman erhalten. Rüste einen Talisman aus, um seine mächtigen Fähigkeiten zu aktivieren. Um einen Talisman auszurüsten, öffne das Talisman-Menü, während du dich auf einer Bank ausruhst. Na, das passt ja perfekt. Ich möchte nämlich mich auf einer Bank ausruhen und speichern. Also, es geht nicht von hier.
Inventar, da habe ich nichts. Was ist das hier? Ne, kann ich eine extra Maske mir kaufen? Flüstert der Wegeskompass flüstert dem Träger seinen Standort zu, wenn er eine Karte öffnet und lässt ihn so seine genaue Lage bestimmen. Mistmund, vergessen. Aha. Vergessene Wegkreuzung, verstehe. Königspass. Hey, das bietet ja so viel. Ups. Okay, um einen Talisman auszurüsten, öffne das Talisman-Menü, während du dich auf einer Bank ausruhst. Okay, machen wir das mal. Also im Moment kann ich... Ach, das Sockel zeigt mir, wie viele Plätze das ausfüllt. Und ich kann nur eine gewisse Anzahl von Talismanen tragen. Ach, Alter, da gibt es ja viele Talismane, die ich mir holen kann. Und den einen habe ich jetzt mit dem Wegeskompass. Moment, dann schaue ich doch mal auf die Karte. Ich kann das auf der Karte tun. Aha, da bin ich. Wo der kleine Schädel ist. Sehr schön. Aha. 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 Ey, das ist so putzig. Sogar die Gegner sind alle putzig. Da tut es mir ein bisschen leid, dass ich den Schaden, dass ich die töten muss. Aber wenn sie mir dann ans Leder wollen, an meine Schale, ja, dann ist vorbei mit dem Mitleid. Nun gut, meine Damen und Herren. Ich hoffe, Ihnen hat diese Ausgabe von Hollow Knight gefallen. Die zweite Ausgabe, wir haben schon ein bisschen Stück wieder was von dieser neuen Welt gesehen. Für Sie vielleicht auch komplett neu, wie für mich. Vielleicht aber auch vertraut. Vielleicht möchte ich sagen, was sehen, wie ich mich anstelle. Dann tun Sie sich mal auf eine sehr lange Reise, eine sehr epische, emotionale Reise vorbereiten, in der ich immer wieder hier kämpfe und verliere und aufstehe, um aus meinen Fehlern zu lernen. Und ja, dann bleibt mir nur noch zu sagen, wir sehen uns hoffentlich wieder bei der Fortsetzung. Bis dann, 93 Jovo. I love Lenitenio. Tschüss. And goodbye.